Wir befinden uns im Jahre 2222. In einer Welt voller Brutalität und Gewalt. Loslässt. Dafür sind sie doch gar nicht ausgebildet. Da haben sie
Nonne, Zimmer 065, da wartet ein Besen auf Sie. Sie hatten jetzt mal so Spaß mit mir, oder? Sie haben mich durchschaut. War nur ein Spaß. Hey, wo wollen Sie denn hin? Aber ich hab doch gesagt, die sind strafversetzt. Das war doch nur ein Spaß mit... War nur ein Spaß. Zimmer 065. Der hier der Besen wartet. Na, hoppala. Da wo soll's denn hingehen? Weber, ab in Ihr Büro! Ins Büro! Und viel Spaß bei der Arbeit! Der Weber! Thank you.
ich eben einen Getreidekaffee. Getreide? Kaffee? Sag mal, wo kommst du denn her? Du bist nicht von hier, wa? Nee, ich bin von woanders. Ja, so siehst du aus. Ist doch schick, oder? Hier kriegst du nur einen Präkort, genau. Na, dann nehme ich eben einen Präkort. Sag mal, was seid ihr eigentlich für Viecher? Ja! Willst du Ärger machen? Wir sind keine Viecher. Wir sind Toxic-Viecher! Kapiert! Weißt du, Schätzchen, du kannst nicht einfach in meinen Laden reinkommen, komische Dinge bestellen und dann auch nur meine Gäste beleidigen. Aber ich wollte sie doch gar nicht beleidigen. Ich habe sie nur gefragt, was für Viecher sie sind. Na. Ich kann sie dir kurz vorstellen. Das ist Ben und das ist Kat. Und wer bist du, Schätzchen? Ich bin Joy, hi. Ja, und wo kommst du jetzt her? Da, wo ich herkomme, ist der Winter jetzt vorbei. Da war ich ganz schön lange, da war ich ganz schön frei. Und die Morgensonne schien. Morgens, mittags, abends und nachts. Und was war das vorhin mit dieser Karte? Weißt du, Schätzchen, hier bei uns hat jeder eine Karte.
Bärli hat eine Karte, Katzenfutter hat eine Karte und ich habe eine Karte. Mit der zahlst du alles, mit der machst du alles und mit der kriegst du alles. Bärli, zeig dir mal deine Karte. Und sowas haben hier wirklich alle? Alle. Du kannst froh sein, dass ich die Sicherheit noch nicht erwischt habe. Genau. Und wie bekomme ich dann so eine Karte, wenn die so wichtig ist? Na, bei der Geburt. Aber ich bin doch schon geboren. Tja, dann höchstens auf der Behörde. Ja, auf welcher Behörde denn? Na, auf der freundlichen Behörde. Es gibt nur diese eine. Und wie komme ich da hin? Du! Hä? Ich muss da sowieso noch hin. Soll ich sie hinbringen? Soll Katzenpote sie hinbringen? Wie soll sie hin? Katzenpote bringt dich hin, dass du unterwegs nicht wegkommst. Mach hin! Ich hab gern für Sie Zeit. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Karte ist defekt. Einkaufen kann ich noch, aber ich komme nicht mehr in meine Wohnung. Ja, sieht mir ganz so aus, als wenn Ihnen die Wohnfreiheiten gesperrt wurden. Aber ich muss doch in meine Wohnung kommen. Was soll ich denn ohne Wohnung tun? Ohne Wohnung bin ich doch wohl wohnungslos. Ja, aber ich kann Sie beruhigen. Im nächsten Februar bekommen Sie schon neue Wohnfreiheiten. Wiedersehen. Wiedersehen. Und haben Sie wieder mal Probleme? Die freundliche Behörde bemüht sich um Ihr Wohl. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag. Guten Tag. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Mir ist der Zugang zu meinem Orgasmotron gesperrt worden. Und stattdessen bekomme ich jetzt ein Zentner verfemeltes Briefpapier die Woche. Und das kann ja wohl nicht. Doch, das ist korrekt. Das ist eine Kreativmaßnahme. Das ist alles einmal frei. Kreativmaßnahme. Aber ich brauche mein Orgasmotron dringend. Und was soll ich mit einem Zentner verfemeltes Briefpapier die Woche machen? Briefe schreiben zum Beispiel. Sie bekommen im übernächsten Jahr auch Stifte dazu. Stifte? Ja, vielen Dank. Nicht zu danken. Wiedersehen. Haben Sie wieder mal Probleme? Freundliche Behörde, bemühen Sie sich um Ihr Wohl. Was kann ich für Sie tun? Mein Nachbar versteckt illegal. Und der wollte ich fragen. Warten Sie mal ganz kurz. Auf Zimmer 110 waren Sie wohl schon, was? Ja, aber ich wollte fragen, wenn dann die Wohnung frei ist, ob mein Schwager vielleicht... Es tut mir wirklich sehr leid, da kann man leider nichts machen. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und haben Sie wieder mal Probleme? Freundliche Behörde, bemühen Sie sich um Ihr Wohl. Meine Karte funktioniert nicht mehr. Die Karte funktioniert. Oh, sieht mir ganz nach einer Vollsperrung aus. Aber da muss ein Fehler in Ihrem zentralen Computersystem vorliegen. Nein, das zentrale Computersystem macht niemals Fehler. Aber diese Karte muss funktionieren. Ich kann Ihnen leider nur bestätigen, dass sie nicht funktioniert. Aber gestern hat sie nur noch einwandfrei funktioniert. Ja, da kann ich Sie jetzt höchstens auf Zimmer 312 verweisen. Da können Sie sich dann zur Verfügung stellen, aber ich würde Sie nicht unbedingt raten. Liebe Freunde, ich komme nicht populär. Ja, auf der Behörde. Hab ein offenes Ohr für jede Beschwerde. Doch wenn ich könnte, wie ich wollte, wenn ich dürfte, wo ich sollte, doch der Krümel im Kuchen kann sich den Kuchen nicht aussuchen. Ich stehe bereit. Ich stehe bereit. Ein einfaches. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mich nochmal routinemäßig melden. Ja. Wissen Sie, sicher ist sicher. Ja. Man weiß ja heutzutage nie, ob man noch existiert und... Ja, aber bei Ihnen ist alles in Ordnung. Da kann man leider nichts machen. Nee, alles gut bei Ihnen. Ja. Immer noch. Ja. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja. Bist du dankbar? Oh Mann.
Ja, guten Tag, was kann ich tun? Ich krieg nur noch 23 Trinkfreiheiten die Woche. Das ist jetzt endgültig zu wenig, damit geht gar nichts mehr. Wir müssen da was machen. Oh, Sie waren ja gestern auch schon mal hier da. Da hatten Sie noch 24 Trinkfreiheiten. Und was musste ich Ihnen gestern schon sagen? Was muss ich Ihnen leider wieder sagen heute? Es tut mir wirklich sehr leid, da kann man nichts machen. Aber Sie müssen da was machen. Sie können mir nicht immer eine wegnehmen. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich gehe kaputt. Ja, aber... Oh, jetzt sind Sie schon gar nicht mehr dran. Ich habe ja noch andere Kunden. Ich habe ja hier noch andere Kunden auch. Hallo, ich will was von Ihnen. Ich muss ja auch hier arbeiten. Sie müssen was machen. Wenn Sie jetzt weiter Ärger machen, dann muss ich zur Not, muss ich dann die Sicherheit rufen, das wäre die zweite Taste von rechts. Tut mir wirklich sehr leid. Oh, guten Tag, was kann ich denn für Sie tun? Ich brauche eine Karte. Ja, dann bekomme ich zuerst mal Ihre Karte. Ja, aber ich habe keine Karte. Ja, Sie müssen doch eine Karte haben. Ja, deswegen bin ich auch hier, weil ich eine Karte brauche. Dann können Sie mir die doch jetzt geben. Ja, aber ich habe doch keine Karte. Jeder hat hier eine Karte. Man bekommt sie doch bei der Geburt. Naja, ich nicht. Sie haben keine Karte. Wie heißen Sie denn? Ich bin Joy. Joy. Und ja, und weiter? Ich habe schon 15 Erfahrungen gemacht. Und meine Hobbys sind Kartoffelschälen. Nein, ich brauche Ihre Kennziffer. Kennziffer? Ja. Ich habe keine Kennziffer. Wie, Sie haben keine Kennziffer? Naja, ich bin das erste Mal in dieser Stadt. Und deswegen brauche ich auch unbedingt eine Karte. Da brauchen Sie jetzt dringend eine Karte. Ja, deswegen bin ich auch hier. Ja, dann können Sie mir die doch jetzt geben. Aber ich habe doch keine Karte. Junge Frau, ganz ruhig, wir gehen das jetzt mal systematisch. Sie geben mir zuerst Ihre Karte. Und dann aber ich... Sie geben mir Ihre Karte und dann können Sie problemlos können Sie dann eine Karte beantragen. Ich habe keine Karte. Ja, dann geben Sie mir eine, die abgelaufen ist. Ich bin noch nie besessen. Ich bin nicht von dann hier. Dann brauche ich aber Ihre Daten. Was denn für Daten? Ja, am besten die aktuellen. Quadrant, Sektor, Kennziffer. Ich habe keine Kennziffer oder sonst irgendwas. Keine Kennziffer? Nein. Aber vielleicht kann ich ja eine Kennziffer bei Ihnen beantragen. Ja, das müsste gehen. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt zuerst mal Ihre Karte. Aber ich habe keine Karte. Junge Frau, ich würde Ihnen auch wirklich gerne helfen, aber Sie müssen auch ein bisschen kooperieren. Na toll. Bekomme ich denn nun hier eine Karte oder nicht? Oh, ich habe schon Feierabend. Sie sind auch schon gar nicht mehr dran. Tut mir wirklich sehr leid. Na super, vielen Dank für diese freundliche Auskunft. Nicht zu danken. Wiedersehen. Wiedersehen. Warum gibt sie mir nicht einfach ihre Karte? Gehilfe! Ja, Meister. Ich will eine Rede halten. Ja, Meister, reden Sie, Meister. Und doch nicht jetzt. Ich will eine Rede halten zur Geburtstagsfeier meiner Mutter. Ja, Meister. Also hört zu. Liebe Freundinnen und Freunde, wie findest du das? Ja, Meister. Wie du das findest? Das ist gut. Gut? Nein, das ist nicht gut. Liebe, Liebe ist nicht gut. Verdammte dieser Ehe. Wie wäre das? Das ist schlecht, Meister. Boah, geht so. Untergebene, Untergeordnete, Freiheitsfanatiker. Wie wär das? Das ist gut, Meister. Ja, und warum bekomme ich dann keinen Applaus? Zum Geburtstag meiner Mutter, der verehrten Mutter des großen Destroy Roy, hat der große Destroy Roy ein paar große Überraschungen vorbereitet. Wo bleibt der Applaus? Volk! Ja, ja, das Volk! Es folgt! In einer ordentlichen Stadt! Mega City! An einem ordentlichen Tag! Es muss ein Sonntag gewesen sein! Es
Ich kann nicht ordentlich regieren, Gesetz und Ordnung ziehen mit mir. Ich kann die Schergen tanzen lassen, selber tanzen, wenn ich mag. Ich bin der Freiroy, Demokratie, ideale Existenz. Es ist Freiroy. Zuckerbrot und Peitsche, diese geile Macht. Oh, oh. Eure Arme kotzen mich an. Oh, oh. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Oh, oh. Eure Arme kotzen mich an. Oh, oh. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Ich bin ein Freiroy. Ich bin eine Demokratie. Reale Geständnis. Es ist Freiroy. Mit Brot und Peitsche. Diese geile Macht. Oh, oh. Oh yeah. Hast du mitgeschrieben? Ja, Meister. Lies vor. Ich kann meine Schrift nicht lesen, Meister. Was? Ich kann meine Schrift auch nicht lesen. Gehilfe 531. Gehilfe 531. Ja, Meister? Geh und hol den Professor. Meister, der Professor. Mein lieber Herr Professor, ich brauche Ihre Hilfe. Gehilfe, wo bleibt der Drink für den Professor? Muss ich hier alles selber machen? Die Geburtstagsfeier meiner Mutter steht bevor. Und ich habe dann noch ein klitzekleines Problem. Wie soll denn die Feier zu Ehren meiner Mama aussehen? Haben wir vielleicht etwas erfunden? Wir haben in den Apollo-Boss bereits jede Menge erfunden. Nun, ich meine, so ein großes Feuerwerk mit viel Knallen und Explosionen und vielen bunten Farben. Nein, keine Farben. Nur Knallen und Explosionen. Und alles bleibt schwarz. Ich bin nicht dazu da, um für Sie Party-Gags zu entwickeln. Oh, mein lieber Herr Professor. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie nur dank meiner Hilfe die Position besitzen, auf der Sie gerade sitzen. Hätte ich nicht das Trinkwasser von Megacity mit stimmungsaufhellenden Hormonen behandelt, hätten Sie diese letzte Wahl nicht gewonnen. Die hätte ich so nur noch ohne Ihre Hilfe gewonnen. Hätten Sie nicht. Mit den üblichen Bestechungsgeldern und den herkömmlichen Wahlmanipulationen. Außerdem lag die Wahlbeteiligung nur bei 5%. Nun zugegeben, das Hormion-Programm ist noch entwicklungsfähig. Das glaube ich auch. Die Leute haben offensichtlich etwas Besseres als Wahlen im Sinne, wenn es ihnen zu gut geht. Verstehen Sie doch. Wir brauchen größere Einflussmöglichkeiten. Es reicht auf Dauer nicht, nur die Stimmung aufzuhellen. Und eben darum bitte ich Sie, mich jetzt nicht länger mit Ihren Lappalien zu behelligen. Die Forschung ruft. Ich empfehle mich. Gehilfe! Meister! Eine Erfrischung! Wie hätten Sie es denn gerne, Meister? Ja, am besten direkt ins Gesicht. Jetzt geht es mir besser. Und ich habe eine Idee. Ich werde auf dem Geburtstag meiner Mutter tanzen. Wo ist der Ballettlehrer? Soll ich nach ihm sehen, Meister? Ja, soll ich vielleicht nach ihm sehen? Ja, natürlich, bitteschön. Danke sehr. Ja.
Die Freiheit nehme ich mir. Hast du auch meine Sammelfreiheit gespeichert? Aber sicher doch. Nein, jetzt bin ich wohl offen. Vielen Dank. Nichts zu danken. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Tag, Frau Schnittke. Ach, schönen guten Tag, Herr Weber. Hier ist aber voll heute. Ja, man kann nicht klagen. Und bei Ihnen? Ein anstrengender Tag. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was die Leute für Probleme mit ihren Karten haben. Ihre Karte ist immer so schön sauber. Da merkt man gleich, dass Sie auf der freundlichen Behörde arbeiten. Die Freiheit nehme ich mir. Ich würde noch so eine Tüte dazu nehmen, Frau Schnittke. Moment. Die Freiheit nehme ich mir. So eine schöne grüne Tüte wie gestern. Dauert das noch lange? Herr Weber, sind Sie sicher, dass Sie noch Einkaufsfreiheiten haben? Es macht Spaß mit mir hier, Schnittke. Ich putz noch mal. Dauert das noch lange? Wir haben es gleich. Der Herr Weber arbeitet auf der freundlichen Behörde. Die Freiheit nehme ich mir. Und? Tut mir leid, Herr Weber. Ja, da bin ich jetzt wohl dran. Kann man wohl leider nichts machen. Das ist immer merkwürdig, dann, wenn ich gleich mal nachhaken auf der freundlichen Behörde, wo ich ja auch arbeite. Ja, tun Sie das. Wiedersehen, Frau Schnittke. Wiedersehen. Es ist echt unglaublich. Diese Leute lassen doch wirklich nichts mehr unversucht heutzutage. Man sollte es nicht glauben. Von jemandem, der auf der freundlichen Behörde arbeitet. Das da müsste ich wohl auch noch abziehen. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Die Freiheit nehme ich mir. Dankeschön. Bitte sehr. Einen schönen Vormittag. Das Gleiche. Und nun die erste Position. Wir stehen uns. Sehr gut. Sie stehen ja bereits. Wir entspannen uns und können Sie eventuell während der Ballettstunden Ihre Schusswaffe beiseite legen? Auf gar keinen Fall! Aber glauben Sie mir, alle großen Balletttänzer tanzen nur ohne Schusswaffe. Nun, der größte aller Balletttänzer wird mit Schusswaffe tanzen. Nun gut, wie Sie meinen. Wir befinden uns also in der ersten Position. Jetzt stellen wir uns vor, wir wären ein kleiner Prinz und ziehen den Bauch ein und gehen langsam in die Knie. Und jetzt rhythmisch rund, rauf, rund, rauf und nun den linken Arm zur Seite. Und Sie meinen, das wird meiner Mutter gefallen? Dann. Jetzt stellen wir uns beide vor, wir befinden uns in einem wundervollen Saal. In einem wundervollen Saal, voll wundervoller Spiegel. Wir betrachten uns beide in einem Spiegel. Ich hasse Spiegel, der Saal ist schwarz. Wir befinden uns in einem schwarzen Saal, in einem wundervollen schwarzen Saal, voll wundervoller schwarzer Spiegel und bewegen uns beide im... Keine Spiegel! Auch nicht in schwarz? Nein! Nun gut, wie Sie meinen, also ein schwarzer Saal, ein wundervoller schwarzer Saal, gänzlich ohne Spiegel, nur schwarz, schwarz, schwarz. Und wir bewegen uns beide im Rhythmus der Musik. Musik! Hossa! Ich würde Sie mit dem Regel der Ballettstunden das Schießen an der Schusswaffe zu unterlassen. Wann ich schieße, bestimme ich.
Wie oft war ich schon hier? Nun, Sie sind mir stets ein gern gesehener Gast. Und habe ich jemals etwas bei Ihnen zu mir genommen? Ich pflege nicht zu trinken während der Arbeit. Weg damit! Ich möchte Ihnen aber ganz unter uns anraten, sich etwas mehr um Exportgüter zu kümmern. Exportgüter, gewiss. Um es nochmal klar zu formulieren. Uns interessiert das Ob. Das Wie bleibt Ihnen überlassen. Und das Ob sagt, die Instanz ist unzufrieden. Haben Sie verstanden? Ich empfehle mich. Gehilfe! Meister? Ich will nicht, dass diese Person noch einmal unangemeldet hier reinkommt. Jetzt geh und hol den Professor, aber schnell! Ich darf Sie daran erinnern, dass ich es bin, der Ihnen sämtliche Freiheiten gewährt,
Ihnen die Labors zur Verfügung stellt und Ihnen diese lästigen Ethikkommissionen vom Hals hält. Und alles im Dienste der Wissenschaft. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber das ist fein. Und nun, soeben, war eine Person von der Instanz da, die mich an meine Schulden erinnerte. Mein Stuhl wackelt wohl ein wenig. Und damit auch der Ihre. Aber sie sprach von Exportgütern, die das Problem lösen könnten. Haben wir da etwas? Nun, das Hormion-Programm befindet sich nicht in einem exportfähigen Zustand, aber ich arbeite an einem anderen Projekt mit psychoaktiven Substanzen. Meine Mutter. Man hört das, also man... Ich habe gerade eine wichtige Besprechung. Was? Wer ist der Kerl da? Mutti, es ist doch der Professor. Welcher Professor? Mutti, du kennst doch den Professor. Ich kenne überhaupt noch keinen Professor. Noch nie gesehen. Und ich habe dir schon tausendmal gesagt, wenn du mir irgendwelche Leute ins Haus schleppst, dann stell sie mir vorher vor. Außerdem, du hast da was. Oh. Nachwachsenden Rohstoff, ein Nachtschattengewächs. Es kommt leider auf unserem Territorium nicht mehr vor. Und wozu ist es gut? Nun, tja, bei oraler Einnahme verschafft es dem menschlichen Organismus qua Neurorezeption das als befriedigend empfundene Gefühl von zutiefst... Na, sagen wir einfach, es macht satt. Satt? Ja, richtig satt. Mein lieber Herr Professor, ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Beschaffen Sie mir mehr davon. Selbstverständlich, ich werde unser Exemplar in ein entsprechendes Substrat betten innerhalb weniger Jahre haben. Jahre? So lange kann ich nicht warten. Nun, aber es ist aber noch nicht möglich, den Wachstumsprozess entsprechend zu beschleunigen. Aber dank der von mir entwickelten Neutrionenanalyse konnte ich feststellen, dass dieses Exemplar von einem in Vergessenheit geratenen Landstrich stammt. Und wo ein Exemplar vorkommt, gibt es für gewöhnlich auch noch mehrere. Vielleicht könnte man... Geht's? Ja. Sie sind genial. Und wie komme ich jetzt an diese Dinger? Versuchen Sie es doch mit einem Ihrer herkömmlichen Militärschläge. Die dortige Bevölkerung hat vor etwa 200 Jahren eine Art von Subsistenzwirtschaft herausgebildet und deshalb sämtliche Außenkontakte, sowohl wirtschaftlicher als auch diplomatischer Art, abgebrochen. Deshalb geriet dieser Landstrich ja auch in Vergessenheit und deshalb dürfte es auch von Seiten der Instanz keinerlei Einwände gegen einen ihrer Militärschläge geben. Aber wenn Sie mir noch etwas Zeit gäben und meinen Forschungsetat
noch ein bisschen aufstocken könnten, dann wüsste ich eine billigere und ich darf sagen, weitaus effektivere Lösung für unser kleines Problem. Mein lieber Herr Professor, ich vertraue ganz Ihrem Urteil. Und ich verspreche mir ein wissenschaftlich hochinteressantes Projekt. Und menschlich stehe ich natürlich wie immer ganz auf Ihrer Seite. Gehilfe! Ich will ein wenig ruhen. Seine Arbeitsfreiheit. Hallo, hat mal jemand befreit? Entschuldigung, hast du mal Befreiheit für mich? Ah, na klar! Hier, eine Trinkfreiheit! Lass es dir schmecken! Da kommt ja gar nichts runter! Ja, war ja auch nur ein Spaß! Hallo! Hey,
Ich bin da auf etwas gestoßen, das war vorher in dieser Form noch gar nicht abzusehen. Ich bin selber ganz beeindruckt von mir und fasziniert von diesen neuen Möglichkeiten. Erklären Sie das genau. Ja, sehr gerne. Also, Hormione. Gefügigkeitsserum. Die Atemluft. Hyperzerstäuber. Und weiter? Nichts weiter. Ist das alles? Reicht das nicht? Nun, Sie wissen, ich werde nie ein Wissenschaftler. Aber dafür werden Sie nie ein Destroy Roy. Oh Gott. Nein! Verstecken Sie das. Was ist hier los? Sie müssen das Tütü verstecken, der Tanz. Was ist hier los? Mutti. Was denn? Wir haben zu tun. Was wir tun? Komm mal her. Guck mich an! Nein, Noah! Oh. Mutti, es ist Blut! Was? Wo ist Blut? Oh. Ich hatte schon tausendmal gesagt, hör auf damit! Du darfst mich nicht immer so veräppeln! Und dass sie mich noch hier liegen im Flammaster. Und dann, hä? Dann wird sie nicht drüber lachen. Dann ich. Mann, no! Oh. Ein Dieb! Haltet den Dieb! Du hast mich nicht gesehen. Thank you.
Doch die Butter kommt aufs Brot mit Subversivität. Eine Leitung und ich finde eine Lücke. Und die Lücke ist das Leben, das ich ständig suche. Eine freie Tür, eine freie Tür, eine freie Tür, ein Brötchen, eine freie Tür, mir. Oh, die Freiheit! Ich hab die nicht mehr alle, alle meinen, dass ich sie brauche. Oh, die Freiheit! Ich hätte gerne noch einen Träger! Katzenfote!
wird, wenn der Tag zu Ende geht. Und du weißt nicht, wo du schläfst. Und du weißt nicht, wer noch zu dir steht. Blöd, wenn du das Verlangen spürst, dass du etwas trinken willst. Doch diese Freiheit, die gibt's nicht mehr. Blöd, verschlossene Türen, vernagelte Köpfe und ich bin wohl schon blöd, da kann man leider nichts machen, wenn die Show must go on. The 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 show must go on. Wir haben ihn lässig abgeknallt.
einsam sind, auch im Tod. Seine Spur verrät der Wind. Der Wind, der Wind, der Wind. Klopf ein letztes Mal, mein Herz. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal, dann geht es himmelwärts. Und tschüss. Sterben muss jeder. Was macht das schon? Uns macht das nichts. Aber meine Mission! Meine Mission! Uns macht das nichts. Weiter! Weiter! Der Erlöser ist in Gefahr! Ich muss den Erlöser retten! Muss weiter die Welt retten, muss meine Mission weiter, Mission erlösen. Ja, Mann! Sie sind ja mein Nacken! Sieh's mal was an! Du kommst doch den Tod hier! Und außerdem, da vorne um Elfen, da gibt's doch gleich eine Kammer! Also, Leute, gib zu! Ja! Ja, danke! Zur Kleiderkammer! Die Welt retten! Wann, wenn nicht jetzt? Zur Kleiderkammer! Wer, wenn nicht ich? Zur Kleiderkammer! Lieber nicht ohne Kleider! Die Welt. Der Fall wäre erledigt! Hasta la vista, Baby! Moment, hatte er nicht irgendwas gestohlen? Ja, ein Tütü. Da ist es! Alles Blöd, das hier ist eine Antiquität. Dafür gibt es seit über 100 Jahren keine Munition mehr. Machen. Wir können Sie hinführen. Wenn Sie nochmal erschießen wollen,
Großer Destroyer! Das bringt keinen Spaß. Egal. Wo ist das Tütü? Da war kein Tütü! Da war kein Tütü. Wollt ihr sagen, ihr habt einen Tütü-Räuber erschossen, der gar kein Tütü dabei hatte? Ihr Flaschen! Er hat es noch einem Komplizen zugesteckt und er ist geflohen mit dem Tütü! Jawohl! Das Tütü lebt! Es ist auf der Flucht! Dann beschafft es wieder, ihr Flaschen! Warum seid ihr noch hier? Er wurde wieder beschaffen! Warum sind wir noch hier? Wir Flaschen! Also wenn ich das hier richtig verstehe, dann haben deine Leute bald ein richtiges Problem. Scheiße, und was machen wir jetzt? Ja, irgendwas Schlaues sollten wir uns schon einfallen lassen. Aber ohne mich, ich habe schon genug Ärger. Wie bist du überhaupt an das Ding rangekommen? Ja, das könnt ihr ruhig behalten. Ich möchte am liebsten meine Arbeitsmaterialien nehmen, dass ich morgen wieder schön in die freundliche Behörde in mein Büro gehen kann. Wenn du eine Totalsperrung auf deine Karte hast, dann kannst du das total vergessen mit deiner Behörde. Hast du schon mal was von Illegalität gehört? Ja, was soll ich jetzt machen? Komm doch mit uns! Wir sind nämlich auch Illegale! Zeig mal deine Karte! Was? Deine Karte! Ach so. Ja? No. Okay, die ist wirklich hin. Du kannst erstmal mitkommen. Ich bring dich in mein Versteck. Ich hab da einen Plan. Hey! Oh, Hände! Ja! Oh, nee, wo... Okay, hier kannst du bleiben. Wir ziehen dann mal los. Ja. Thank you.
lassen. Dizzys Versteck. Sieht sowieso eher aus wie ein Proberaum hier. Komisches Zeug, was hier überall rumsteht. Jetzt euch im Adelpuppen! Macht auf der Bühne nicht! Mann! Seit ich das neue Whoppy-Dop habe, geht es mir einfach fantastisch! Dieses neue Whoppy-Dop hat meine Lebensqualität erheblich verbessert. Es ist vielseitig und preiswert. Man kann es sich unter die Arme stecken, man kann es den Nahrungsmittel beigeben, man kann es mit nach Hause nehmen, man kann es der Katze zum Fraß rufen. Dieser Kanal ist vorübergehend nicht belegt. Dieser Kanal ist vorübergehend nicht belegt. Dieser Kanal ist vorübergehend nicht belegt. I've been looking for freedom. Lass mich. Marius, ich bleibe an. Geh nicht. Ich muss das. Wollen, beantworten Sie bitte folgende einfache Frage. Wie heißt die Mutter des großen Destroy Raw? Oh, das ist schwierig, da bräuchte ich jetzt, glaube ich, einen Publikumsjoker. Der Publikumsjoker auf drei. Wie heißt die Mutter des großen Destroy Raw? Eins, zwei, drei. Revolte Spring sagte heute Nachmittag im Interview: Ich hasse meinen Gehirn! Auf dem Verlass des großen Destroy Roy wurde heute von Unbekannten ein äußerst wertvolles Tutu entwendet. Auf Wiedergreifung des Tutus und auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Wiederbeschaffung der Täter führen, hat der große Destroy Roy eine Belohnung von 1000 Generalfreiheiten ausgesetzt. Hinweise nimmt jede Sicherheitsdienststelle entgegen. Scheiße! Guten Tag!
halt. Die Hände hoch. Umdrehen. Mein Experiment ist in Gefahr. Wir sind alle in Gefahr. In 40 Sekunden fliegt alles in die Luft. Helfen Sie mir, das Experiment zu stoppen. Ich glaube ihm nicht. Dann helfen Sie mir bitte. Wir können das Risiko wirklich nicht eingehen. Halten Sie das. Halten Sie das! Und ich drücke kurz auf diesen Knopf. Der gute alte Elektroschock! Sabotieren. Wir wollen keinen Krieg. Wenn man uns aber einen Krieg aufzwängt, werden wir unsere Freiheiten zu verteidigen wissen. Es gibt Krieg. Was ziehe ich nur an? Die beiden Täter sind in sicherem Gewahrsam und geständig. Hier sehen Sie ein Bild. Oh Mensch. Ich hab doch gleich gesagt, bleibt lieber zu Hause und mischt euch da nicht ein. Mist, was mache ich denn jetzt bloß? Weber, du kennst die beiden? Ja, es sind Freunde von mir. Weber, du hast Terroristen als Freunde? Naja, Freunde ist vielleicht übertrieben. Es sind eher flüchtige Bekannte. Flüchtige Bekannte? Naja, außerdem sind das keine Terroristen. Also Kriminelle vielleicht, aber auch eher Kleinkriminelle. Eigentlich sind es eher Miniaturkriminelle. Weber, das sind Terroristen! Aber die haben ja auch schon mal geholfen, die wollten noch bloß Schlimmeres verhindern. Weber, die beiden sind mit Gewalt in die Apollo-Labors eingedrungen. Und wer Gewalt anwendet, ist ein Terrorist. Naja, Gewalt. Haha! Mein Joy, wieso rede ich hier überhaupt mit einem Nachrichtensprecher? Ich hab schon total an einer Waffe. Ja. Du hörst nur, was du denkst. Das sind doch nur Leute, die für die Rechte von denen kämpfen, wie ich, glaube ich. Ist das noch der alte Weber? War noch der Weber, den ich kenne? Klar bin ich noch der Alte. Und ich werde mir jetzt auch meine 1000 Generalfreiheiten holen, wirst du schon sehen. Werdet ihr alle noch sehen. Du bist auf dem richtigen Weg. Gut. Wer stört mich? Die Sicherheit, Meister. Was gibt's? Hier ist ein Subjekt! Genau, ein Subjekt! Das will
wegen der Belohnung da ist. Was wollen Sie? Ich möchte mir gerne bei Ihnen die 1000 Generalfreiheiten abholen. Wollen Sie sagen, Sie haben das Tütü? Wo ist es? In meinem Koffer. Zeigen Sie es mir. Nun, ich warte. Wunderbar. Das Tütü ist wieder da. Sie sind ein Schatz. Gehilfe, ein Titanic on the Rocks für den netten Herrn. Ja, Meister, wenn Sie mich bitte zuvor loslassen würden. Ach, aber natürlich, wo hatte ich nur meine Augen? Sicherheit! Jawohl! Ihr könnt abtreten. Der ist mein Freund. Jawohl! Abtreten! Eigentlich nur die Generalfreiheiten bei Ihnen abholen. Ach, aber natürlich. Gehilfe, gib diesem netten Herrn augenblicklich 1000 Generalfreiheiten auf seine Karte. Ihre Karte, bitte. Aber Meister, da ist ja gar nichts mehr drauf. Doch gib ihm nochmal 1000. Was soll das schlechte Leben nützen? Und der Plan ist auch noch da. Sie sind der beste Diener meiner Stadt. Ach, was rede ich? Sie sind mein Freund, Sie sind mein allerbester Freund. Ich bin aber nicht Ihr Freund. Ach, aber natürlich, ich sagte doch bereits, Sie sind mein allerbester Freund. Ich bin ja vielleicht nur so ein kleines Licht auf der Behörde. Aber ich habe ja wohl auch meinen Stolz. Ich habe den Plan gesehen, ich werde niemals Ihr Freund sein. Sie haben den Plan gesehen? Nun, no. Das ändert einiges. Der ist nämlich geheim. Zumindest bis jetzt. Und da Sie auf meine Freundschaft eh keinen Wert legen, Sicherheit! Großer Destroy-Roy! Führt diesen Herrn ab! Sollen wir nicht lieber auf der Flucht erschießen? Nein, bringt ihn zu den anderen. So etwas ist er vielleicht doch noch nützer. Jawohl! Abführen! Ah!
Entspannungsserum. So. Lächeln. Die Hand. In meine Hand. Ja. Und nun ein Tänzchen. 2, 3, 4. Ein Tänzchen! Respekt. Du glaubst, du kannst in mein Labor eindringen, um mir zu sagen, was ich... Na gut. Wobei ich dich liebe. Aber nur den Oberkörper. Caroline, ich möchte sofort meinen Anwalt sprechen. Siehst du, es funktioniert. Professor macht hier unmenschliche Versuche. Ich glaube, das genügt. Ich glaube, das genügt uns noch lange. Okay. Okay. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein guter Mensch ist und du solltest. Ich glaube, Caroline, etwas Gefügigkeit sehen wird unser Verhältnis jetzt entspannen. Alles lag mir zu Füßen. Alles lag mir zu Füßen. Doch der Frühling trägt nicht mehr mein Kleid. Nein, das war wohl.
vergangener Zeit. Ja, so ist das im Leben. Mal stehst du im Recht. Und dann mach ich. Und das Glück zerbricht. Ja, der Schmerz des Lächelns bröckelt wie die Schminke vom Kind. Ich wünsch die Stadt, sie liegt in Flammen, denn brennt durch ohnehin. Komm, tanz ein letztes Mal mit mir. Tanzen. Ja, der Schmerz ist lächelnd, bröckelt mir die Schminke vom Kinn. Ich wünsch die Stadt, sie liegt in Flammen, in Brennen durch ohne. Den Freezer, bitte. Der Freezer. Was ihr eigentlich vorsieht. Das war so. Ich kam mit in die Ruhe. Was? Naja, ich war bei der Ruhe. Ich war bei der Ruhe. Glücklicherweise haben wir gerade ein paar Probanden zur Hand,
die sich uns freiwillig im Dienst der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Herr Professor! Mein Herr! Erklären Sie der Instanz noch einmal kurz den neuesten Stand Ihres Werkes. Nun, noch diese Reagenz hier? Alles ist zerstört. Sie haben Humor, aber mir ist es ernst. Mein Herr? Was ist hier los? Mein Herr? Anscheinend sind Ihre Pläne soeben zu Bruch gegangen. Ihre Waffe! Herr Professor! Mein Herr! Die Instanz weiß ihre Bemühungen durchaus zu schätzen. Aber anscheinend müssen wir beim Wie noch ein wenig unter die Arme greifen. In ihrem eigenen Interesse rate ich Ihnen, Ihre letzte Chance zu nutzen. Ich empfehle mich. Herr Professor! Mein Herr? Yes.
Funktioniert.